Da sind wir auch schon wieder mit das schwarze Auge Bemoria. Sind wir bereit, nach Draconia zu gehen? Wir sind bereit. Hä? Das heißt nicht, hä? Das heißt wie bitte? Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Von hä kriegt man einen breiten Mund. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ah. Du bist noch da. Ist Ulrich oben? Nein, er... ist er tot. Liegt dort hinten auf dem Boden. Der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht doch. Setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Hm. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Ein Buch kann ja ein Schlüssel sein zu neuen Welten, zu fremden Welten, ich wenn man die Fantasie benutzt. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vachim mich überraschend im Hauptgang abfing. Aber ich glaube... Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In Xerxes? Drei Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß doch, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elemente. Und wo sind die Perser? Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag. Betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Sadja. Wartet ihr jemanden? Nein. Hm. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Kapitel 4. Erfolg. Und was wollte ich gerade sagen? Ein Buch kann immer das Tor zu einer anderen Welt sein, an einen anderen Ort sein, wenn man dann genug Fantasie hat und sich darauf einlässt, auch mal ein Buch zu lesen mit einer guten Geschichte. Dann kann man an jeden Ort reisen. Aber ich glaube, so ist das hier mit dem Buch nicht unbedingt gemeint. Oder vielleicht doch. So, Sadja möchte in die Schlacht eintreten. Sie möchte nach Draconia. Aber sie ist ja höflich. Sie stellt sich erstmal vor. Ich heiße Sadja. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Nein. Sie möchte in die Schlacht eintreten. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Alles Mögliche. Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ist das vielleicht der Dämon? Ich muss gestehen, wir sind etwas...
wie soll ich sagen, überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Sie hat sich nicht dahin verirrt, dieser absichtlich hierher gekommen. All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ja, ich eigentlich fragen, schon. Was es mit dieser Maske auf sich hat? Wir sind ehrlich, sie gehörte einst ein Magiermogul. Sie gehörte einst einem mächtigen Magiermogul. Ach, die Mogule. Unangenehme Zeitgenossen. Glücklicherweise aus einer anderen Zeit als der unseren. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Ja, sie dehnt sich, je länger du redest. Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Und wenn du nicht so viel reden würdest, und hier ein weiteres, wird sich die Zeit nicht so dehnen. Unzeigliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Ich fühle mich gerade etwas an The Night of the Rabbit erinnert, mit den verschiedenen Tümpeln und eine weitere mit den verschiedenen Träumen. Junge, du hast keine Füße. Wo sind deine Füße hin? Die Zucchini. Zucchini. Ich liebe Zucchini. Oh, ich mag Zucchini auch gern. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt. Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Da hinten! Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Und da ist der Prinz? Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Oh, sehe ich da Erdbeeren? Das sind Erdbeeren. Wollen wir ihn auf die darauf ansprechen, dass er keine Beine hat? Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Macht er jetzt einen auf Baby Deadpool? Dass er, dass seine Beine nicht mitgewachsen sind? Nein, darüber macht man keine Witze. Aber das ist beeindruckend, dass er dann einen Luftgeist hat, der ihn da durch die Gegend trägt. Ich will auch einen Luftgeist. Der soll mich auch durch die Gegend tragen. Aber ich habe ja auch zwei gesunde Beine. Darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. All der Aufwand, um gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen. Und mit dem Beinwitz, ich wollte mich jetzt auch wirklich nicht über körperlich beeinträchtigte Menschen lustig machen, aber bei ihm bot sich das doch irgendwo schon an, einmal zu fragen, was das da auf sich mit seiner Wolke unter seiner Kutte auf sich hat. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden. Sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Oder vielleicht nimmt man auch jemanden, der einfach begabt ist. Wie der sogenannte Prinz. Ist das vielleicht der Prinz? Oder ist das nur eine Hintergrundfigur? Oh, und sehe ich da einen Wurzelgeist?
So ein kleiner, Wurzelgnom? Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Können wir da irgendwie ranzoomen? Leider nicht. Oh, ich will mir die Zucchinis angucken. Da, ich glaube, da ist ein kleiner Wurzelgnom drin. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Was? Nehmt meine Hand. Ich wollte mir... Habt den Prinzen weggesperrt? So, da wären wir. Ich habe euch ganz schön in eine Falle gelockt, hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Wir sind unschuldig. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Warum den Dolch? Das geht es nicht. Der Dolch ist kein magisches Artefakt oder so. Er ignoriert mich. Er will, dass ich ihm meine Waffen gebe. Er möchte doch nur, dass du wehrlos bist. Das da unten sieht aus wie der Sphärenraum. Es ist ja auch die Decke des Observatoriums. Er hat den Verkina in seinen Untergang geschickt. Er ist böse. Können wir? Wir können auch keine Magie hier wirken, okay. Fehlen nur noch der Dolch und die Maske. Und wenn wir ihm jetzt einfach die Maske geben? Halt! Seid ihr des Wahnsinns! Ihr habt mich doch hierher gebracht. Keine Sorge, Magier. Du kannst die Maske ruhig haben. Noch brauche ich sie nicht. Seht ihr? Und nun gebt sie mir. Hier, willst du ein bisschen Alkohol? Zusammenhang. Möchtest du ein bisschen Alkohol? Ich will nur eure Waffen... Und wenn wir ihm jetzt ihm bitte fern. Den Dolch geben. Bleibt ihm bitte fern. Nein. Ich müsste euch sonst in den Abgrund stoßen. Los, versuch das. Versuch das doch. Ich warte. Haruns Dolch ist nun mein Dolch. Ach doch, das ist doch ein magischer Dolch. Glaube ich. Mein Almandin. Mein Zorn gegen nichts auf der Welt wird. Weil wir ihn näher, okay? Oder ihn? Ich will nur eure. Okay, hier hast du den Dolch. Und nun noch die. Und da hast du die Maske. Ich bin gleich zurück. Können wir uns jetzt mit dem Prinzen unterhalten? Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Hallo, Kasim. Die kennen sich? Sadia. Sadia? Die kennen sich! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt, lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Sadia. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Geht das hier um Geschwisterrivalitäten? Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Das sind doch Geschwister. Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei
Und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Daher wusste er, wovon wir gesprochen haben. Euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Und wenn wir lieber ein Steak haben wollen? Wenn ihr mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Ja, knurren. Gutmütig. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Knurren bringt dir nichts, liebe Satya. Und wir haben auch keinen Zauber mehr. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Wenn das mal kein Wunschdenken ist. Nach der Reise durch den Raschtulswall habe ich mehr als genug Pflanzen gesehen. Man kann nicht mehr als genug Pflanzen sehen. Sie fühlt sich an wie Wachs. Vielleicht ist sie aus Wachs oder vielleicht ist das ja ein Gummibaum oder sowas. Hier, komm, wir gießen sie mal mit Alkohol. Ist nicht mein Weg. Nicht? Mit dem Verband? Da ist ein Bett. Wir haben hier sonst nichts außer die Haupthalle. Aber da dürfen wir ja nicht hin. Doch? Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Nein. Wie wär's mit nein? Wie wär's, wenn du mich hier rauslässt? Wir machen das jetzt so lange, bis er aufgibt. Hier, komm, du nimmst jetzt den Rubin und schmeißt ihn durch den Eingang ihm an den Kopf. Funktioniert nicht? Gut. Harun hat jetzt was. Das mache ich erst wieder, wenn ich es. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch, woher. Okay, raus kommen wir hier nicht. Mir fehlt die Vision. Ich darf mein Ziel nicht... Hier, du hast hier so einen Fleck aufs Bett. Sagst hier, irgendjemand hat auf meinem Bett gepinkelt. Da will ich nicht drin schlafen. Bloß nicht. Und dann müssen so die jemanden hinschicken. Und dann kannst du ihn als Geisel nehmen. Bloß nicht so lange hinsehen. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern. Ja, dann. Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Oh. Ach, was. Ein Luftgeist spielt vor dem Fenster. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Komm zu mir, rede mit mir, spiel mit mir, hilf mir. Sprich mit mir. Warum bist du hier? Damit die Pflanze sich bewegt. Komm, spiel mit mir. Lass uns spielen. Wollen wir Freunde sein? Lass uns Freunde werden. Nein? Kein Freund? Lass uns Verstecken spielen. Ja, Verstecken spielen. Verstecken spielen ist toll. Du versteckst dich vor den Magiern. Du versteckst dich und ich muss dich suchen. Hab dich gefunden. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern.
Ist das ein Deal? Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Oh, hilft der Luftgeist uns? Okay, wir haben hier linkes Fenster. Wo sind wir überhaupt? Das Dach, Observatorium, Gästezimmer, Haupthalle, rechtes Fenster, linkes Fenster. Fragezeichen. Nehmen wir mal das Dach. Oh, ich mag den Luftgeist. Es ist schön, wie das wächst. Das sind Erdbeeren. Humus-Adeptin, ein Verdächtiger. Du bist doch die Frau aus Fasar, richtig? Wurdest du nicht auf dein Zimmer geschickt? Ist das nicht ganz allein meine Sache? Ich frage mal eben Xerxes. Xerxes! Nein. So ein Mist. Okay, aufs Dach dürfen wir schon mal nicht. Ins Observatorium? Sphären. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Sie scheinen zu schweben. Was haben wir hier? Ein Horn? Drachenhalle, Dach. Ja, in die Halle sollten wir nicht gehen. Die Hörner lassen sich drehen. Die Hörner lassen sich nicht auf sich selbst ausrichten. Ja, und? Können wir die irgendwie drehen? Die Hörner lassen sich... Die können wir aber anscheinend nicht drehen. Vielleicht müssen wir das später machen. So, nach draußen. Gästezimmer. Okay, da kommen wir her. Observatorium, rechtes Fenster. Nehmen wir mal das rechte Fenster und dann das linke. Oh, hi. Xerxes! Du Verräter! Dann das linke Fenster. Ein Erzadept. Xerxes! So, das linke Fenster. Straßenhändler verprügeln damit kleine Kinder, die sie beim Stehlen erwischen. Bitte was? Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Ach komm, nimm den einfach. Teetisch, Wasserkessel, Stein... Steingesicht, Stab, Tafel, Erze. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Erholungen sind nicht sinnlos. Hier, machen wir ein bisschen Alkohol rein. Der Weg der Willkür... Und jetzt wohin damit? Ich kann die Hitze über... Den Wasserkessel dahin. Dann nach draußen. Und dann zum rechten Fenster. Dann haben wir schon mal unseren Dolch. Schleifstein. Xerxes! Wir haben aber unseren Dolch wieder. Oh, das war das falsche Fenster. Das linke brauchen wir. Ich kann inzwischen... Können wir... Es gibt bestimmt eine... Nee, können wir nicht. Hier haben sie ihn also hingebracht. Das Gesicht bewegt sich. Das Steingesicht bewegt sich. Okay. Können wir auf dem Dach noch was machen? Zum Beispiel mit dem Beet? Können wir da irgendwie... Oh, Xerxes! Ach, komm schon. Verräter. Haupthalle?
Hallo Xerxes. Die sind langsam echt frustriert. Observatorium. Da sind Hörner, Sphären, Dach, Drachenhalle. Nach draußen? Nee. Da kamen wir gerade her. Das Dach. Ach. Es ist schön, wie das wächst. Können wir an das Loch? Oh, da bitte Xerxes. Okay, wir müssen irgendwie die Leute. Da nicht. Es ist noch erst Mutter. Was ist hier unten? Gehen wir da erstmal hin. Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Wachim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist aber nur fast. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Also müsste ich die Unschuld beweisen. Ihr wollt den Plan des Prinzen erfahren? Dann lasst mich zu ihm. Auf keinen Fall. Es könnte genau das sein, was er will. Bleibt dem Mistkerl fern. Aber wir haben eine Waffe. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Also der Dolch. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Trifft es wohl eher. Was lachst du so? Bitte. Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Eine weise Entscheidung. Sie bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Hoffentlich zum Positiven. Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Schlau. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenüber gesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Nur nahezu. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können, bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Nicht blöd. Die Schalerie ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Das ist doch schon ein bisschen gescheatet, oder? Aber die Idee ist nicht doof.